Willkommen zurück zu einer neuen seuchenhaften Folge Back for Blood mit einem Mann, der Zombies vernichten will, mit seinem Brokkoli-Pulver von Dr. C. Kreis Industry. Ey, das kostet 90 Euro 100 Gramm oder so. Ja, aber das ist auch, ey, das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe gegen Spinnen. Ja, aber seitdem habe ich Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn. Ja, du sollst das nicht sniffen, du sollst es trinken. Ach so. Und nicht zu viel. Sonst wirst du vielleicht noch vegan, dann schmilzt das Hirn weg. Das ist gefährlich. Oh nein. Ja. Oh nein, also nicht damit einfach. Ja, das ist. Damit kannst du dich einfach wild rumdosieren. Ich fühle mich auf einmal so hingezogen zu dir, auch körperlich. Ist das normal? Ja, Brokkoli-Pulver macht auch schwul. Oh Gott, ey. Mann. Zum Glück hat er einen Doktortitel, ey. Ja. Sonst würde ich das gar nicht glauben. Aber. Nee, natürlich. Aber der hat mir. Letztens hat er mir den besten Arzt, Tierarzt empfohlen. Er macht nämlich für den Brokkolimittel, macht der in, Hunde, macht in der fünf gesund. Wochen haben die keinen Krebs mehr, die Hunde. 3 bis 5, also bei manchen geht's Wahnsinn. Auch schneller. Ja, bei kleinen Chihuahuas geht's schneller. Ja, die kleinen Chihuahuas. Chihuahuas. Da seid ihr ja. Der General beobachtet sollte den Waffentest. Ich soll euch erwarten. Von hier aus. Ihr kommt denn? Genau okay. Richtig. Jetzt ich geht's glaube, rund. Das wird euch gefallen. Ist der gut oder böse hier, Mr. T5? Mr. T5 da oben, der ist 25 Meter entfernt. Jetzt bombt er uns weg, oder was? Ja! Ja! Boah, ist das Alter! Brokkolipulver wahrscheinlich mit Sprengstoff. Ja, das ist grün. Vom Ende, meine mit Brokkolipulver geschossen. Das treibt mir Tränen in die alten Augen. Ja, ja, das glaube ich dir. Brokkolipulver im Auge ist echt nicht gut. Na, macht er noch einer, weil es so schön war. Alter! Alten Brokkoli-Bomben, ne? Ja, guck mal auch so mit diesem Pilz, das sieht dann aus wie ja, so ein Brokkoli. Der macht's doch nur noch schlimmer, oder? Wahrscheinlich. Wenn die denn so reagieren? Ich glaube, die sind jetzt vegan, die da hinten. Ja. Die Formel ist richtig. Phillips lag falsch. Es sind die Infizierten. Sie spüren, dass sie bedroht werden. Gibst du nicht mehr Gas? Ich würde, wenn ich denn könnte. Nur leider. Ist diese Quelle vorerst versiegt? Oh nein! Die Welt-Brokkoli-Vorräte sind weg. Verdammt, ja. Wir brauchen die Formel. Wir brauchen die geheime Brokkoli-Formel mit ihren geheimen Intrigenzien. Okay. Seid vorsichtig. Diese Arbeit ist unersetzlich. Erfüllen Sie Ihre Macht. Nichts zurücklassen. Die Sachen sind überlebenswichtig. Weißt du noch bei den Simpsons, wo Homer auf so einen Berg steigen musste? Ja, der ja. Die geheime Macht der Äpfel entschlüsselt hat. Dieser Riegel, dieser, dieser Power-Riegel. Der besteht nur aus alten Zeitungen und Apfelkernen. Und dann rutscht er noch auf diesen Typen runter da irgendwie. Die geheime Macht der Apfelintrigenzien. Homer, wir wollen dich nicht anlügen, aber das Ding besteht nur aus alten Zeitungen und Apfelkernen. Und dann liegt da doch irgendwas, so ein chinesischer Kaiser ist tot. Zung Ping Ching ist gestorben. Och nee, warum schon wieder so einer? Ogre! Ogre! Die Eier weg! Achtung, hinter uns kommt richtig Ogre, Mann! Eier weg! Oh, Alter! Das soll wohl ein Witz sein! Und brennende, Brenndudler sind hier unterwegs. Warum schießt Walker auf mich? Ich brenne. Weil er dich löschen will. Eine Mischung aus Löschen und Löchern. Löcheln. Gehen die Kirsche was pflücken. Achtung, da ist Fleisch. Oder wie hier in Bayern immer Kim. Kim? Chemie, sagen die. Ach so, Chemie und China. Ja, ja. Guck mal, da drüben ist ein Chinese. Ja. Der hat kinetische Fähigkeiten. Chinesische. Die China-Pfanne, ist auch immer so ein Was ist das denn für einer hier? Ey, der Ogre ist aber irgendwie eingeschlafen, oder? Susu. Jetzt wirft er mit Ogre-Sachen. Schießt hier aus dem Fenster, kann er nicht reinlangen. Ja, wir schießen hier schön auf die Pestbeule. Meine Kugeln fallen bloß ab! Kein Grund zur Sorge. Boah, sind die hässlich! In Deckung! Er ist gleich erledigt! Warum sterben diese Flüsse nicht schneller? Hör mal drauf hier, Mr. Uga. Mr. Ogre. Ogri. Warte, ich mach dir wieder so einen Spuckball. Ja.
Ey, von hinten. Dr. C. Wir sollen seine Forschungen aber einsammeln von Dr. Ist Doktors Forschungsgesicht. Ja, wo sind die denn? Oh, ich bin voll gespitzt. Ich hab Forschung. Ich schmeiß sie mal hier runter. Oh, klappt nicht so wirklich. Warte mal jetzt. Kugeln gefunden. Ist sie runtergefallen, die Forschung? Feuermann, da sind ganz viele Feuerleute. Hast du die Forschung da unten eingesammelt? Welche Forschung da unten? Ich hab runtergeworfen. Kiste Forschung. Ich sehe keine Forschungskiste. Ah, warte, hier ist sie. Hier, Forschung. Ich bin vollgeschleimt. Wieso Forschung? Ich sehe keine Forschungskiste. Ich habe sie unten da, wo du eben gerade gelootet hast. Da habe ich die Forschungskiste hingelegt. Und Dr. Rigero. Da ist alles Gute drin, was man braucht. Ganz viel Brokkoli angereichert. Aber da gab es doch irgendwie noch mehr auch. Irgendwie Zucchini oder so, ich weiß gar nicht. Ja, hat er nicht irgendwie noch so einen speziellen Tee, den man schlabbern muss? Ja, Fichtennadeln. Ja, Fichtennadeltee, weil es ist allgemein bekannt, dass die Fichte das Einzige ist, was die Aliens verletzen kann. Ja. Alter, wenn sich sowas ausdenkt, ne? So, irgendwer hat sich gedacht, Leute, wir haben hier noch so einen Science-Fiction-Roman, den konnten wir nie veröffentlichen. Ich könnte mir sowas instant ausdenken. Also, ich wäre total geil in dieser Szene. Ja. Oh, guck mal hier. Faszinierend. Ihr Schutzinstinkt ist anders als alles, was ich kenne. Ich habe noch eine Kiste, ich leg's auch wieder hier vorne hin, vor die Tür. Na, worauf wartet ihr noch? Oh ja, kommen irgendwelche alten Weiber von hinten. Alter, hier geht's richtig zur Sache. Naja. Oh, ich muss in den Keller. Ich war im Keller gerade. Aber eine Kiste. Ich habe hier echt ein Problem. Geht's hier gut? Ja, ein bisschen, aber. Vom Eingang liegen jetzt die Kisten. Sag, wenn du extreme Hilfe benötigst. Zurück, Ekel! Warum tragt ihr die nicht einfach raus? Das sind 3 Meter. Weil ich jetzt alle hier einfach hin. Ding, wir teilen uns auf. Na, sieh mal einer an. Hier unten ist eine Karte. Kellerkarte ist hier unten. Nee, kostet die was? Ja, 200. Hier ist nicht zufällig irgendwie Heilung. Hier unten bei mir sind Bandagils. Hier ist auch noch eine Kiste mit irgendwas. Ammunition. Boah, wo ist denn noch seine Arbeit? 3 von 6? Hier ist eine Knarre, ich finde keine Arbeit mehr. Da hinten ist irgendwo eine Kiste, ja. Was hier, Teufel? Danke, was diese Schweine getan haben. Sorge. Boah, hier geht's nochmal rein. Ich habe noch einen Kasten. Oh oh. Nee, das ist irgendwas zum Looten, shit. Hier, ein Visier für alle Scharfschützen. Hast du irgendwas gefunden? Nee. Das brauche ich noch. Oh, Alter! Ist er down, der alte Tall Man? Ein Bot ist down irgendwo da unten. Kann mal jemand helfen? Fluch, das brennt. Noch einen gefunden. Oh, warte mal, hier unten ist gerade die Hölle los. Ja, wieso sind hier nur... Hatten wir nicht mehr? Eigentlich schon. Ja, wir hätten 1 mehr. Ah, jetzt. Nur noch 1. Oh, ich bin gefangen. Guys, hinter dir. Die schlagen mich zusammen. Okay. Hallo? Will mir jemand hochhelfen? Was ist mit Doc unten? Muss laden. Da müssen wir holen. Schau uns dann nochmal hier schnell. Hab noch eins. Hol Doc. Hier ist so eine Karte. Bitte sehr, Doc. Endlich. Und du, Doc, ich hol die letzten. Hab's. Das war's. Wir können abhauen. Oh,
ich hoffe, er kommt gleich. Wir stürmen den Truck. Nice! Wir stecken hier unten fest. Nur mal ganz kurz. Hier ist irgendwie eine geheime Tür. Alter, ich werde hier gerade so hart zerbumst. Komm raus, komm raus. Ich habe nichts mehr. Das ist doch nur hier so ein Lümmel. Ja, weil ich alles gekillt habe jetzt gerade. Aber ich habe keine Lebensenergie, nichts mehr. Der hatte Brokkoli-Kräfte. Ich hab T-Shirt. Na los, Bewegung! Und ich hab Fichtentee. Dr. Rogers Coldwell. Uiuiuiuiui. So. Abgeschlossen. T5, das ist jetzt wohl die neue geheime Formel. Die neue geheime Formel. Brokkoli 7. Brokkoli 7. Operation Brokkoli. 200-fach potenziert. Er hat den Brokkoli 5-mal auf einen Fichtentisch geschlagen. Verarbeitet mit feinstem Fichtenextrakt. Der Fichtenelch. Einsteigen, habe ich gesagt. Aber Sir. Sir, das ist ein Spielzeugflugzeug. Einsteigen. Der Fichtenelch. Oh, guck mal hier, Dr. C. Da oben steht er. Inspirierende Worte habe ich dabei. Bot hat's auch. Aber ich brauche eure Hilfe. T5 wirkt auf die Biomasse wie geplant. Aber mit eurer Hilfe. Hier liegen noch Ding rum. Molis. Wie nah müssen wir ran? Ja, ihr müsst nah ran. Es wird aber nicht so dramatisch, wie ihr jetzt tut. Wie nah ist nah? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wie nah ist nah? Wenn ihr mit diesem Toxin bewaffnet seid, werdet ihr jede Situation meistern können, der ihr begegnet. Siehst du, der sagt auch, Brokkoli ich und... Ich beneide euch. Alles wird gut. In die Geschichte ein. Und dank euch wird es Leute geben, die sie niederschreiben. Ja. Eine letzte Sache noch. Der Test im Herrenhaus hat meine letzte Der Test im Herrenhaus. Aber auf dem alten CDR-Gelände findet ihr alles Nötige. Das alte Herrenhaus. Ich erkläre euch die Einzelheiten, wenn ihr dort seid. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Das Industries Herrenhaus. So, wir wohnen auch in so einem, in so einer Villa, ne? Villa. Dann, wenn ich die Toilettentür auflasse, kann ich beim Kacken Fernsehen gucken. Wow, Alter, das ist Luxus. Davon kann ich nur träumen. Ja, ist vor allen Dingen gut, wenn du Besuch hast. Und die dann alle versuchen, leise zu furzen auf dem Klo. Da siehst du, die nehmen dann Rücksicht. Das ist doch was Tolles. Ich beneide dich für deinen Luxus. Kumpel von mir hat in so einer kleinen Wohnung gewohnt, der konnte beim Kacken Schnitzel braten, Alter. Der hatte Luxus. Quantum kann das auch, weil der hat sanitäre Einrichtungen direkt neben Spüle. Halt so, Küchenspüle. Ja gut, aber der bezahlt dafür das Dreifache von dem, was ein Kumpel im Ruhrpott bezahlt. Bereit oder nicht? Ich will ihm noch Geld gegeben, damit er da wohnt. Das werde ich bereuen. Den Haag ist wieder da. Er hängt. Guck mal, er hängt. Na, jetzt nicht mehr. Ihr müsst draufschießen, ich kite. Ey, er bleibt aber nicht stehen. Na! Was macht er denn jetzt? Was macht er denn nun? Jetzt buddelt er. Was will er denn jetzt? Fang mich, fang mich. Heroin Hero, Alter. Was ist das? Alter, warum stirbt der nicht? Der hat gar keinen Schwachpunkt. Oh nein. Alter, für schön dick in der Reihen. Schön dick Mario in der Reihen. Knallfrösche. In den Knallfrösche rum. Richtig schön dick Mayonnaise drauf. Hey, ist aber das erste Mal, dass wir irgendwie tags unterwegs sind, ne? Ich kann mich ja, fällt mir auch so an hell kann ich mich gar nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich immer nur so an bläuliche, dunkle ja, Gassen weil wir erinnern. Immer nur Nacht- und Nebelkarten. Rechnen wir dich mal auf und schauen rein. Das Spiel kann ja ganz hübsch aussehen bei Tag. Oh, das wird sicher ganz toll. Die Raucher beim ganz Supermarkt. Toll. Guck mal hier, Schatten, überall Raucher rum. Ja. Die sind aber die scheinen ja intelligent zu sein. Das ist mal ein tröstlicher Anblick. Hier liegt irgendwie eine Keule. Vielleicht geht eine Horde ab. Oh, ist die blau? Hey, was glaubst du, wer das
das wieder richten. Es tut mir so leid. Ey, Alter, das ja, geil. Baseballknüppel ist Bombe. Hier ist ein Taser, falls jemand einen Taser will. Nächstes Mal brauchen wir mehr als nur Glück. Du Alarm. Defi. Geld gefunden. Ich habe Gold gefunden hinterm Ofen. Männerle. Männerle. Oh, jetzt. Ja, du kommst hier durch, dann geh ich auf die Fresse. Wir müssen durch diese Tür. Böser Tallboy. Los geht's, Leute. Was ist das? Was ist das? Wo ist der Schlüssel? Warum leuchtet das Licht da drüben blau? Ja. Hier lang oder was? Ja, wir müssen was? So einen Schlüssel finden irgendwie. Was schlägt da los? Ich mach euch das Maul! Haben wir den Schlüssel? Nee. Ich finde eine Zugangskarte. Hier sollte ein Schlüssel sein. Aber so groß ist der Laden jetzt auch nicht, ne? Nee. Müssen wir die draußen suchen? Nee, glaube ich nicht. Wie die stinken! Ich kann mir vorstellen, vielleicht sind die irgendwo in so einem. Ah, hier, guck mal, hier ist doch. Ah, nee. Ja? Okay, vielleicht doch draußen. Geht's irgendwo raus? Nee, hier ging's hoch. Hier gab's auch nicht. Ich nehm's. Kann man hier irgendwie durch? Da kommt der Bruiser! Gibt's doch nicht. Wo sollen die sein? Wuhu! Wenn ich die Kugeln in der Waffe habe, ist der Spaß vorbei. Hier brennt's ganz böse. Ja. Haben wir was gefunden? Nö. Ah, warte, was ist das? Nee, hier kann ich nur die Tür schließen. Oder zerstören. Vielleicht irgendwo unter der Dusche? Oder in so einem Kittel. Ich meine, der Zugangskarte hat man doch in so einem Kittel. Ja, im Kittel spinnt oder so, hatte ich auch schon gedacht. Also diese brennenden Dudes machen mich gerade ganz schön nass. Vor allem hier steht noch Smoking. Boah, Alter, was geht hier ab? Ey, ist es gerade richtig unangenehm. Kann man hier unten durch? Wir sind zu weit verstreut. Hab sie. Ich war die ganze Zeit hier. Oh, nice. Sollte passen. Boah, wow, shit. Lade nach. Nur einen Moment. Hey, fang! Boah, da kommt ein großer, Achtung. Ich mach den Ofen aus. Da, den Ofen auch los. Ach du, da. Was bist du? Stalker oder was kommt da? Ah, hier. Alter, Großmutter. Mann, pass auf, wo du hinschießt. Ah, da kommt noch einer. Rose. Oh. Uff. Das ist Großmutters blubbernde Eingeweide waren wieder. Licht an. Großmutters Blubbernase. Großmutter ist beim Rauchen eingeschlafen. Wisst ihr, was mir fehlt? Und das wäre... Meinen Brüdern im Pyjama haben sie Brokkoli beworfen, aber Cornflakes essen und samstags Trickfilme gucken. Leichtere Zeiten, Kleiner. Wir wollten immer schon so ein Team sein. Ihr wisst schon, Bösewichte bekämpfen, Monster bloßstellen, Rätsel lösen. Wir so ein Klangschalenspiel. Jetzt sind die Monster echt. Und es gibt viel mehr Waffen und Tote, als ich mir hätte vorstellen können. Hinter der What Tür, the aber nicht hell? Rätsel ist, ob wir morgen noch leben. Das nenne ich mal einen Stimmungskiller. Treffen wir den überhaupt? Ja, also ich mache angeblich Schaden. Weil er kommt jetzt hier durchgenuckelt. Achtung. Zurück. Hier. Oh mein Gott! Da ist so ein widerlicher, ne? Mach den tot! Jagt ihn! Ja! Mal nachtreten, die dumme Sau. Guck mal, hier ist Dr. C. Hier ist ein Sarg. Und hier ist Heilung, hier kannst du einmal reintippen, dich frisch zu machen. Das brauche ich noch. Sein Brokkoli nicht täglich gegessen hat. Ich habe aber jetzt irgendwie voll Bock auf Brokkoli. Ja, ich hole mir heute Brokkoli. Das Geile ist hier dieses
so diese, wie heißen die, diese Fertig-Fondue-Käse-Dinger, ne, hier. So ein schönes so Brokkoli-Käse-Croton. So, so, auch Ofen, geil. So einen Ofenkäse nehmen. Ach, du meinst so, den, so, einen, ja, ja, so einen runden Ofenkäse, ne? Ja, ja, genau, genau. So einen Ofenkäse nehmen, den schön fresh machen und dann einfach so einen Brokkoli halt kurz 3 Minuten, ne, dann, damit er noch knackig ist. Weichkochen. Damit er noch so halbwegs knackig ist und dann einfach in den Käse tippen. Ey, Brokkoli und Käse sind echt gute Freunde, muss man sagen. Ja, die verstehen sich was gut, die beiden. Was auch immer bei der Station ja, passiert ist, hat wollen auch die Welt retten, habe ich gehört. Ja, aber Käse ist es ja... Wir werden dann zu Käse, weil wir diese Käsespritze bekommen haben. Weil die ja nur alle 27.000 Jahre zum Goldtanken vorbeikommen. Das ist so ja, geil. Das ist auch so geil, das Goldtanken. Goldtanken. Alle 27.000 Jahre. Ja, ist der Tank halt leer? Ist Gold nicht überhaupt eh außerirdisch? Das ist doch die Erde der falsche Ort für Gold. Im Prinzip ist ja alles, ne? Es ist ja, muss ja alles irgendwann mal auf diesem Planeten irgendwie gelandet sein, ne? Ja, aber Gold ist halt, das ist definitiv nicht irgendwie... Sie haben doch irgendwie so einen Goldbrocken auch mal vor ein paar Jahren im All gefunden irgendwie. Der weiß ich nicht, wie viele Milliarden Tonnen Gold enthält quasi, oder... Dann wäre aber Gold bald nichts mehr wert, ne? Ja gut, aber der fliegt irgendwo, kannst du ja nicht holen, ne? Aber stell mal vor, irgendwann kracht hier was auf die Erde, zerstört vielleicht ein bisschen was, aber es ist einfach unendlich viel Space Cash, weißt du so? Ja, Space Cash, ne? Aber das ist es. Ah ja, Space Cash ist eh das Beste. Es ist ja, wenn du irgendein Metall findest, was im Endeffekt durch einen Kometeneinschlag, deswegen sind ja... Ja, die sind ja super wertvoll, diese Metalle, die da irgendwie auf die Erde... Eben, genau. Alter, was macht der denn? Du wolltest im Endeffekt ja auch nur ein Metall, ne? So... Edelmetall halt. Ja, klar. Gibt ja auch Leiden. Ganz dann super seltene Metalle, die nur durch Zufall hier gelandet sind. Irgendwas mit Nachschub? Oh, hier. Mach mal auf hier. Das war ein ganz schöner Trubel. Ja, aber wenn wir auf einmal irgendwie unendlich viele Tonnen Gold hätten, dann wäre Gold halt nichts mehr wert. Ja, die Leute, also die mit Gold Geld verdienen, hätten dann ein Problem erstmal, ne? Das Gold ist auch nicht wirklich ein gutes Metall. Lichter. Nein, das kannst du nur für Schmuck und Leiter verwenden und so, für Elektronik, weil... Oh, lila Waffen sind hier drin. Scharfschützengewehr hier. Oh, Maschinenpistole. Scharfschützengewehr. Lila Shotgun wäre ich dabei. Ich nehme mal eine lila Da liegt Alter. Eine. Weil ich habe ja diesen Heil. Ich kann uns alle mit Shotgun heilen. Scharfschützengewehr. Alter. Jetzt ist der Drops aber hart. Ich bleib mal bei der MP, ich hab jetzt Bock auf MP wieder. Kneifrösche hier. Ja, wenn wir in Akt 4 sind, mach ich ein neues Bild, aber jetzt kann ich ja nicht. Ich nehm's. Hier ist Muni. Hab hier Uni-Vorrat. Hab hier Uni-Vorrat. Alter, ist die heftig, die Shotgun. Verbandzeug. Verbandzeug. Trabantszeug? Hier drüben! Bandszeug, Dreieckstuch oder was? Schamslippen oder wie? Schafslippen? Ich kämpfe gegen meine Monatsblutung mit Schafslippen. Nur Schafslippen sind saugfähig genug. Zurück! Kennen Sie das aus? Sie sind kurz vor der Menopause und laufen nochmal so richtig aus. Oh Gott. Jetzt neu von Kreis Industries. Schafslippen. Fertig aus Brokkoli und Schaf. Geheim-Brokkoli-Intrigenzien. Kreis-Industrie hat schon damals... Kreis-Industrie hat schon damals die Macht des Brokkolis erkannt. Wollen die alle? Wollen alle an meine Schmeckeronis? Die riechen deinen Space Cash. Deine Units. Ja, jetzt geht's rund. Ich dachte mir, wenn ich schon das Auto anhabe. Dann mach ich aber auch nochmal. Leute, wo seid ihr? Jetzt geht's ab, oder? Irgendwie zwei nicht, Alarme. Oder? Aber irgendwie, vielleicht haben wir schon alles ausgerottet. Ja, die kommen von hier unten. Ja, bei mir kommt jetzt ein bisschen was, aber irgendwie. Ey, zwei Alarme und Brokkoli-Cash-Alarmanlage. Ja, das ist die Macht des Brokkolis.
Gemischt mit geheimen Kiefernintelligenzien. Ich hab gestern an der Tanne geleckt. Ich bin quasi unbesiegbar. Hast du auch, verdammt. Wir haben einen im Garten. Boah, ich frage mich, wenn ich sowas sage, ob ich damit dann irgendwie die Ehrfurcht von denen bekomme. So, wenn ich da so an einem... Ja doch, wenn ich so eine Pulle Brokkoli sniffe und sage, ich bin jetzt ein Supersoldat, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. Stimmt, eigentlich. Dann hätten die doch voll Schiss von mir so. Hat die ganze Pulle Brokkoli reingesnifft. Das ist doch auch ein Stück von so einer Multiplayer-Karte hier, ne? Ja. Sehe ich gerade. Spielplätze kann ich mir ja gut dran erinnern. Ja, Spielplätze. Ich kann nur Spielplätze mehr merken. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, aber da vorne ist ein guter Spielplatz. Die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr ist ja immer sehr gut besucht. Oh, hier war ein kleiner Schläfer in der Ecke. Erstmal voll ins Gesicht geschossen. Schlafende Kinder? Geil. Hier, Walker, hallo. Ey, Walker geht einfach weg. Leck. Walker hat gesagt, nee, Mann. Selber schuld, wenn man zu blöd ist. Oder irgendwas? Erst noch ein bisschen Geld. Los geht's, Leute! Ich frage mich auch, wenn aber Leute dann so daran glauben, du ballerst dir dann machst dir einen so einen großen Shaker fertig, weißt du, so einen 1-Liter-Shaker irgendwie, ballerst dir so diese ganze Dosis rein. Und, ne, so. Und wenn dann so, so Leute so. Ich kann das Ding nicht schließen, so jetzt. Hier, lass dir helfen. Wie hießen nochmal die Aliens? Ignus oder irgend sowas? Ja, das Volk der Ignus? Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Die in der Innererde leben. Auch das, was alles in der inneren Erde lebt, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. So, Freunde, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Back for Blood. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!